Servus Kollegen, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Schreibgeräte auf Hochglanz lackiere. Dafür habe ich einen Hamburg Click Kugelschreiber mit Cocobolo Holz gedrechselt. Die perfekte Lackierung beginnt immer mit einem perfekten Schliff. Ich schleife hier mit Körnung 240 bei Drehen der Maschine und überprüfe noch einmal die Passung zu den Bushings. Bei stehender Maschine erfolgt der letzte Schliff ebenfalls mit Körnung 240 in Faserrichtung. Nun entstaube ich den Rohling mit einem sauberen Küchentuch und kontrolliere das Schleifbild, ob noch Riefen zu sehen sind. Das Holz darf ab sofort nicht mehr mit den Händen angefasst werden, da sonst der Lack an den verunreinigten Berührungsstellen nicht einwandfrei haftet. An meiner zweiten Drechselbank montiere ich das Bohrfutter und spanne darin einen Stab, welcher im Durchmesser gut zum Durchmesser vom Messingröhrchen passt. Darauf findet nun der zu lackierende Rohling Platz. Bevor ich loslege, zeige ich euch meine Ausrüstung zum Lackieren. Im Vordergrund seht ihr den vorbereiteten Rohling. Direkt dahinter befindet sich meine Absauganlage, die so positioniert ist, dass der Sprühnebel, welcher nicht auf das Holz trifft, direkt in den Ventilator gesprüht wird. Zum Lackieren verwende ich die Sparmax GP50 Airbrush Pistole mit einer Düsengröße von 0,5 mm. In der Videobeschreibung unterhalb des Films findet ihr die Links zu allen Werkzeugen und Geräten, welche ich hier verwende. Mein Airbrush-Kompressor ist mit einem 5-Liter-Tank, einem Feuchtigkeitsabscheider und einem Druckminderer ausgestattet. Ich habe den Arbeitsdruck auf ca. 3 Bar eingestellt. Zum Trocknen der lackierten Rohlinge habe ich mir ein Nagelbrett hergestellt. Zum Lackieren verwende ich den Glue Gryl Füll- und Hochglanzlack Anti-Scratch. Dazu benötige ich den passenden Härter und die Verdünnung. Den Link zum Hersteller sowie zum Sicherheitsdatenblatt und zum technischen Merkblatt findet ihr wiederum in der Videobeschreibung. Der Lack muss nun exakt nach Herstellerangabe gemischt werden. Zum Portionieren eignen sich diese Einwegspritzen sehr gut. Das Mischungsverhältnis bei diesem Lack beträgt 2:1, Lack-Härteanteil. Ich verarbeite den Lack meist unverdünnt, da die Konsistenz bereits für Spritzpistolen passend eingestellt ist. Das Lack-Härtegemisch muss nun gründlich verrührt werden. Jetzt ist es Zeit, die Absauganlage auf höchste Stufe einzuschalten und den gut verrührten Lack in die Airbrush-Pistole zu füllen. Hier überprüfe ich die Düseneinstellung und korrigiere noch etwas nach. Jetzt puste ich nur mit Luft eventuell noch vorhandenen Staub von der Oberfläche, bevor ich den Hebel der Pistole ganz durchdrücke und mit dem Lackieren beginne. Nun sprühe ich den Lack Strich für Strich auf das Holz und drehe nach jedem Strich das Handrad ein Stück weiter, bis ich die gesamte Fläche zweimal rundum lackiert habe. Die Lackmenge muss so dosiert aufgetragen werden, dass sich ein geschlossener Lackfilm bildet, welcher in sich gut verläuft, aber noch keine Tropfnasen bildet. Dies bedarf einiger Übung und ist abhängig vom Sprühdruck, vom Sprühabstand, von der Düseneinstellung, davon, wie weit ihr den Rohling nach einem Strich weiterdreht und mit welcher Geschwindigkeit ihr die Pistole bewegt. Nach dem Lackieren transportiere ich den Rohling auf dem Stab zum Trockenständer und schiebe ihn mit einer Nadel auf einen freien Platz. Nach 24 Stunden Trocknung kann ich die dritte und vierte Lackschicht aufbringen. Wiederum puste ich mit Luft eventuell vorhandenen Staub vom Holz und bringe dann die nächsten zwei Lackschichten auf.
Jetzt lasse ich den Lack mindestens 48 Stunden aushärten, bevor ich weiterarbeiten kann. Vor dem nächsten Lackauftrag muss die Oberfläche geschliffen werden. Dazu montiere ich mein Spannzangenfutter an der Drechselbank und spanne meinen Spannzapfen zur Aufnahme des Rohlings ein. Mit Hilfe der Bushings spanne ich den Kugelschreiberschaft auf der Drechselbank. Die Lackoberfläche schleife ich nur mit Körnung 400 mit drehender Maschine. Der Schliff muss gründlich, aber auch sehr gefühlvoll ausgeführt werden. Alle Unebenheiten, welche durch Absacken der ersten Lackschicht oder von Staubeinschlüssen stammen, müssen nun beseitigt werden. Dabei darf die vorhandene Lackschicht in keinem Fall bis auf das Holz durchgeschliffen werden. Der letzte Schliff muss wiederum in Faserrichtung ausgeführt werden. Nach dem Entstauben kontrolliere ich, ob die Oberfläche schon einwandfrei ist. Hier habe ich noch nicht gründlich genug geschliffen. In der Reflexion sind noch einzelne Glanzpunkte, welche durch abgesackten Lack entstehen, zu erkennen. Daher muss ich hier noch einmal etwas nacharbeiten. Ich schleife nun die ganze Fläche mit Körnung 400 weiter, bis sie einwandfrei ist. Wenn ich hier nicht gründlich arbeite, sieht man die Fehler erst am fertigen Schreibgerät. Dann ist in der Lichtreflexion jede kleine Unebenheit zu erkennen. Nach erneutem Entstauben und letzter Kontrolle kann ich mit dem Lackieren fortfahren. Ich schiebe den Kugelschreiberschaft wieder auf mein Stäbchen, puste eventuell noch vorhandenen Staub mit Druckluft weg und bringe die fünfte und sechste Lackschicht auf. Jetzt braucht der Lack ca. 2 Wochen, bis er durchgehärtet ist und wir ihn polieren können. Vor dem Polieren muss die Oberfläche noch einmal geschliffen werden, um letzte Unebenheiten und Staubeinschlüsse zu entfernen. Für diesen Schliff mit drehender Maschine verwende ich Schleifpapier mit der Körnung 800. Dann entstaube ich die Oberfläche und stelle fest, dass darauf noch eine kleine unsaubere Stelle ist. Ich arbeite diese Stelle mit Körnung 800 nach, entstaube und kontrolliere noch einmal. Der letzte Schliff erfolgt mit Körnung 1000 bei stehender Maschine in Faserrichtung.
Da ich jetzt mit dem Lackauftrag fertig bin, darf ich den Kugelschreiberschaft auch wieder mit den Fingern anfassen. An meiner Drechselbank spanne ich nun die Schwabelscheibe und bringe Poliermittel auf. Auch dafür findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Damit ich den Kugelschreiberschaft beim Polieren sicher führen kann, spanne ich ihn mit den Bushings und zusätzlichen Abstandshaltern in ein Schreibermandrell. Auf der Schwabelscheibe mit der groben Polierpaste poliere ich den Schaft vor. Beim Polieren muss ich sehr vorsichtig sein, damit der Lack nicht heiß wird und Bläschen bildet, denn sonst wäre all meine Arbeit umsonst gewesen. Drehgeschwindigkeit, Anpressdruck, Poliergeschwindigkeit und die Menge der Polierpaste erfordern etwas Übung. Daher empfehle ich, erst einige Probestücke zu polieren. Auf der Schwabelscheibe mit der feinen Polierpaste poliere ich weiter, bis der Hochglanz erreicht ist. Den Glanzgrad kontrolliere ich bei sehr hellem Licht. Dabei achte ich darauf, dass die Ränder der Lichtreflexion scharfkantig sind und in gerader Linie verlaufen. Jetzt kann der Kugelschreiber fertig gebaut werden. Ich habe hier schon die Clipbuchse mit dem Clip und die Gewindebuchse eingepresst. Nun montiere ich die Mine mit Feder und schraube die Spitze ein. Am anderen Ende schraube ich die Drückmechanik an. Nach der Funktionskontrolle ist nun mein hochglanzlackierter Kugelschreiber fertig. Ich wünsche euch jetzt Geduld bei der Oberflächenbearbeitung und vor allem gutes Gelingen. Gerhard Liebensteiner.